So, wir dürfen jetzt gleich den Ibrahim Al-Watar begrüßen. Er ist Aktivist aus Berlin. Moin, hört man mich? Test 1, 2. Wir sind hier auf dem Krawall irgendwie, ist ein bisschen leise. Macht mal Lärm ein bisschen. Dankeschön. Moin erstmal. Wie gesagt, ich komme aus Berlin, bin aktivistisch so ein bisschen unterwegs, seit ein paar Jahrzehnten würde ich schon fast sagen, aus gegebenem Anlass. Ich möchte erstmal Danke sagen für all das, was hier schon passiert ist auf der Bühne. Möchte aber auch gleichzeitig mal sagen, was hier alles schon gesagt wurde auf der Bühne. Wir haben viel über Inklusion gehört. Hallo? Ausgleichsabgabe gehört. Ich muss nicht inkludiert werden. Mal ganz ehrlich, wer will mich inkludieren in eine Gesellschaft, in die ich eigentlich schon längst reingehöre? Und auch immer reingehören werde. Wieso soll ich inkludiert werden? Fangt doch einfach mal an, mich zu sehen. Fangt doch einfach mal an, nicht über mich zu reden, sondern mit mir. Fangt mal an, mit uns zu reden, was wir brauchen. Geht nicht von außen irgendwie davon aus, okay, der Mensch sitzt im Rollstuhl, der braucht bestimmt das. Fragt die Menschen doch einfach mal. Und ganz ehrlich, Barrierefreiheit. Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Solange wir nicht anfangen, den Menschen zu erzählen, dass behindert kein Schimpfwort ist und ihnen weiterhin erlauben, solche Worte wie Handicap oder Beeinträchtigung oder sowas weiterhin zu benutzen, um das Wort behindert nicht benutzen zu müssen, weil sie Angst haben, uns weh zu tun. Mach doch Fehler, Mensch. Wir brauchen Fehler, um zu lernen. Wenn wir keine Fehler machen, können wir nicht lernen. Aber drückt die Menschen, die Fehler gemacht haben, nicht einfach weg. Lasst sie zu, die Fehler, und redet mit den Menschen. Setzt euch an den Tisch und versucht, diese Fehler auszumerzen, sodass sie nicht mehr passieren. Aber das funktioniert nur mit ehrlicher Kommunikation. Wenn wir ehrlich miteinander reden, wenn wir ehrlich und offen miteinander reden über das, was gemacht werden muss, und zwar alle Perspektiven. Es geht nicht darum, dass wir nur die behinderte Community miteinander reden und die schwarze Community. Wir müssen übergreifend, intersektional miteinander reden. Und wir brauchen auch Allies. Natürlich brauchen wir euch. Aber wir brauchen euch nicht in der Politik in Positionen wie Beauftragter für Barrierefreiheit, Inklusion, keine Ahnung was, wenn ihr selber keine Erfahrung in diesen Werten habt. Wenn ihr selber keine Ahnung habt, wovon ihr redet, dann macht Platz für Menschen, die wissen, wie es geht. Und ich habe auch eigentlich erzähle ich auch jedes Jahr, wenn ich hier bin, dasselbe. Ich erzähle euch jedes Jahr, wenn ihr mich seht, wie ich einen Berg hochfahre. Kommt nicht von hinten an und schiebt mich einfach. Ich meine, wir sind in Bayern, hier gibt es viele Berge. Aber ich denke mal, die Menschen im Rollstuhl, die von hier kommen, die kennen das. Die wissen, wie sie damit umgehen. Und ihr auf zwei Beinen, ihr wollt auch nicht einfach hochgehoben und weggetragen werden, oder? Wollt ihr das? Wer will getragen werden von euch? Ah, okay, danke. Und Barrierefreiheit zum Thema 2023 Bayern barrierefrei. Ich habe mich auf dem Weg hierher
nur wegen eurem komischen Kopfsteinpflaster, was ihr hier überall flächendeckend habt, habe ich mich auf dem Weg hierher dreimal fast selber getötet. Also barrierefrei, da ist er ganz weit von weg. Ganz weit. Weil das heißt ohne fremde Hilfe. Was kann ich denn bitte im Rollstuhl ohne fremde Hilfe machen? Ich kann nicht mal ohne fremde Hilfe auf die Bühne kommen. Geht nicht. Weil ihr seid auf mich nicht eingestellt. Ihr seht mich nicht. Die Deutsche Bahn feiert sich, weil ihr irgendwie... Danke, weil ihr habt... Die haben jetzt irgendwie neue Züge auf die Gleise gestellt. Mega innovativ, ganz teuer, ganz fancy mit WLAN und keine Ahnung was. Aber auf 600 Metern Länge 4 Sitzplätze für Menschen im Rollstuhl. Im Ernst. Und für diese 4 Sitzplätze melde ich mich auch noch 20 Stunden vorher an. Komm dann rein und sehe, wie Menschen ihr Gepäck dahinstellen und muss dann demütig fragen, Entschuldigung, darf ich mich auf den für mich vorgesehenen Platz stellen oder möchten Sie lieber, dass sich Ihr Gepäck warm und trocken hat? Ganz ehrlich, nein. Ich will nicht mehr für das kämpfen, was mir gehört. Ich will nicht um mein Recht bitten und betteln. Guckt einfach, dass ihr nicht so scheiße ignorant seid. Ich meine, ich habe da hinten... Entschuldigung, mein Ausdruck, aber ganz ehrlich, ihr seid einfach scheiße ignorant. Ja. Wir haben da hinten eben versucht, einfach nur aufzupassen, dass die Leute nicht vor der Kamera hin und her tänzeln. Und zwischen mir und der Absperrung waren 20 Zentimeter. Die Leute legen mir die Hand auf die Schulter und laufen trotzdem an mir vorbei. Aber wenn ihr mich auf dem Fußweg entgegenkommen seht, ihr bleibt stehen, geht so weit wie möglich auf die Straße rauf, weil ihr Angst habt, ich habe meinen Rollstuhl nicht unter Kontrolle. Was ist denn da los bei euch? Entweder fasst ihr mich an oder ihr geht weg. Und mir ist lieber, ihr geht weg. Und zwar ganz weit. Lasst mich einfach in Ruhe, fasst mich nicht an, schiebt mich nicht, setzt euch nicht auf meine Schultern, weil die Bahn zu voll ist. Passt einfach auf, was ihr macht. Hört doch einfach mal zu, wenn wir reden. Auch die Leute, die hier draußen jetzt rumlaufen, ihr lauft hier hin und bleibt stehen, wenn Musik läuft, aber wenn wir reden, lauft ihr weiter. Was soll denn das? Wir machen das hier nicht zum Spaß. 14 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention und wir stehen hier immer noch. Wir müssen immer noch dafür kämpfen, gesehen zu werden. Warum? Was ist verkehrt bei euch? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Kann mir das irgendwer erklären von euch? So viel dazu. Ich glaube, hier wollen noch ein paar andere Leute ein bisschen was sagen. Aber eine Sache habe ich noch. Der Tontechniker hat eine tolle Sache für mich vorbereitet. Die möchte ich euch noch mit auf den Weg geben und dann bin ich raus. Vielen Dank. Deutschland, du bist rassistisch. Danke. Du bist nicht wert. Ich will Deutschland, du bitte nicht, als ob nichts wäre. Als ob nichts wäre. Du bist viele und du bist die Wert. Du kannst es leer. Du bist ungerecht, du bist nicht fair. Deutschland, tu bitte nicht, als ob nichts wär. Du bist viele und du bist die Wehr. Du kannst es leer. BLM, Mona Nikitemann, Jeff Brown.